Den fünften Teil der Rosen von Dublin sehen Sie am kommenden Donnerstag, den 14. Juli, wieder um 20.15 Uhr in FS1. Ein Goldfisch an der Leine. Morgen 15 Uhr FS1. Verehrte Damen und Herren, die dritte Folge der Serie Unser Kosmos trägt den Titel Harmonie der Welten. Carl Sagan beschäftigt sich heute mit dem Wissenschaftler des 16. Jahrhunderts Johannes Kepler. Es war das Verdienst Keplers, die beiden Sparten Astronomie und Astrologie voneinander zu trennen, indem er entdeckte, dass physische Kräfte die Sterne bewegen. Damit entmystifizierte er den Himmel. Er schrieb: Geometrie existierte schon vor der Schöpfung, sie ist so ewig wie der Geist Gottes. Den vierten Teil von Unser Kosmos sehen Sie dann am 14. Juli 1983 wieder um 21.10 Uhr in FS1. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Sterne zu betrachten.